So, neuer Versuch. Ja, spätestens jetzt müssen wir es wahrscheinlich wirklich neu anfangen, oder? Dann mal sehen. Naja, auf jeden Fall lädt er jetzt schon mal. Beziehungsweise ist er jetzt weiter schon gekommen als vorher. Das ist schon mal super. Noch wirst du mir hier als tot angezeigt. Das ist ja schön. Tod durch Disconnect. Yo, warte auf Wiederbelebung. So, also Moment, ich heb dich auf und dann kannst du ja wieder starten. Nee, das war eher Disconnect durch Tod. Jetzt steht bei mir immer noch den Generator ausschalten. Einschalten. Einschalten. Ja, weil das habe ich nicht gemacht. Läuft die Aufnahme wieder, oder? Ja, es ist alles wieder am Laufen. Sag mir doch sowas. Ach so. Es ist alles wieder am Laufen. Gut, dann kannst du den Generator einschalten. Alarm! Sprengstoff scharf! Bereit zur Detonation! Ja, Sprengstoff scharf. Ach, da oben darf ich dann noch was einstellen. Uhu! Und jetzt den Zünder verteilen. Sie alle wissen, was wir hier machen und wie wichtig es ist. Sie alle wissen, was passiert, wenn wir dieses Virus nicht ausbrennen. Viele Leute zählen auf uns. Unsere Familien, unsere Freunde, die ganze verdammte Welt. Deswegen müssen wir diese Linie gegen jeden verteidigen. Selbst wenn sie sagen, sie kämpfen der Regierung, wir wissen, dass sie lügen. Wenn wir sie hier aufhalten, können wir die Stadt noch retten. Sogar die ganze Welt. Ach, Alter. Was geht, Alter? Und das werden wir nicht zulassen. Alter. Fuß weg. Ist tot. Ich konnte mich nicht ganz erwarten, was du mit mir drin am Eingang bist. Ja, der ist da hinter diesem komischen Schild da, aber da kann ich nichts gegen machen. Hier versuchen wir es mal so. Hier noch ein anderes Wappen, der gelbe. Nur damit Sie es wissen, wir konnten die Explosion von hier aus sehen. Es wird vermutlich noch mehr Napalm-Tanks im Gebäude geben.
Kümmern Sie sich zuerst darum und dann um Joe Farrell. Hm. Alles klar. Noch mehr Napalm-Tanks. Ja, das finde ich gut, dass wir die Mission nicht nochmal starten müssen. Das war... Aktives Echo-Signal geortet. Ach, ich bin noch hier am Looten und du rennst schon weiter. Haben die beide nichts getan? Endlich wird mir den ganzen Kampfstoff los. Pass bloß auf, was du machst. Davon willst du wirklich nicht abhängen. Nö, anscheinend gibt es bei dem Echo nicht so was. Und wenn ich mich mal hier so umgucke, sehe ich hier nichts zum Looten. Nö. In der Gruppe sind wir aber noch, oder? Ah ja, sonst würde ich dich gar nicht sehen. Tja, nicht hoch. Ich kann das ja auf mehreren Phasen erkämpfen, so ist es ja nicht. So, wer will noch mal, wer hat noch nicht? Okay, Leute, wir machen Folgendes. Wir ziehen uns zurück, dann sammeln wir unseren Wachturm wieder. Und da halten wir sie auf. Habt ihr verstanden? Diese Stellung dort werden wir halten und die werden sich nach Wünschen, sich nie mit uns angelegt zu haben. Hört zu. Wer ihr auch seid, ich schätze, ihr seid Bundesagenten. Aber das ist egal. Ihr tut das Falsche. Und genau deswegen werden wir sterben. Die Männer, die euch gegenüberstehen, tun das, wozu niemand sonst die Eier hatte. Sie hätten fliehen können. Sie könnten zu ihren Familien gehen. Aber sie bleiben, um das Geschwür auszubrennen, damit es hier gestoppt wird. Sie haben sich geopfert. Und dann? Und dann kommt ihr und versucht, alles kaputt zu machen, weil ihr nicht Manns genug seid, das zu tun, was getan werden muss. Das wird nicht klappen. Meine Jungs sind besser. Wir ziehen diese Sache hier durch, und zwar zur Not. Über eure Leichen. Also, weiß ich nicht. Wie viele Leute haben wir von denen schon umgebracht? 200, 300? Aber nein. Deine Jungs sind besser. Absolut. Dann fahren wir mal mit dem Fahrstuhl. Ach ja, das war das lustige Kiten, von dem ich den Mob hier immer im Kreis entstand. Hier ist alles verbombt. Und das interessiert die nicht. Das haben die ja wahrscheinlich gemacht. Worauf wartet ihr noch? Geht da rein! Wo ist er denn? Ach,
Links von uns. Könntest du, wärst du so irgendwo so freundlich? Na, ich komme mal zu dir. Ah, vielen Dank. Alles schon, Harry. Schön. Der steht dort in dem Glaskasten übrigens drin. Und schickt wie ein guter Chef natürlich alle seine Untergebenen erstmal vor. Cool, man kann die Eisenstange durchschießen. Ups. Das nenne ich mal Kreuzfeuer hier. Ich habe irgendwie das Gefühl... Eigentlich habe ich gar keinen Bock hier meinen Kopf rauszustecken. Gegen den 50.000 geschützt. Die schießen doch nur auf mich. Die schießen nur auf mich. Ist auch tot. Schäfchen kommt noch nicht. Kommt anscheinend noch eine Welle. Ne, da unten ist noch ein lila Granatenwerfer. Oh nein. Hast du jetzt Steuerung gedrückt und bist runtergegangen? Ja. Halt. Sie also irgendwas läuft da unten doch noch. Ich geh mal trotzdem runter. Und der scheint noch weiter unter uns zu sein. Ja.
Jetzt kommt das Ding an. Ich muss da jetzt raus. Warum dauert das denn so lange? Sorry, wir haben Probleme mit dem Gurten am Tank. Jetzt ist alles in Ordnung. Das wurde aber auch Zeit. Oh. Unten. Das war nicht nett. Ach, jetzt. Ein Agent aus Ihrem Team ist getroffen und braucht Unterstützung. Das ist nicht gut. Nein, hier bin ich in der Sackgasse. Noch schneller. Nein. Hm? Der beste Weg ist den immer in diesen oberen Kreis. Nein. Na, das Problem ist, ich bin hier in der Sackgasse. Und ich kann mich auch nicht heilen und ja, das. Ansonsten stirbt uns immer normal, weil du wirst mich jetzt, lebst? Nicht. Nein, ich bin tot. Bis kurz vor mir. Aber das ist jetzt, dauert jetzt mit auf Leben. Ich bin ganz tot. Ah, ne, nicht geschafft. Kannst aufgeben, genau. Ja, das war doof. Da hätte ich nicht oben in diese komische Tür reinrennen sollen. Das war, ne? Nee, aber hier, diesen Gang, den müssen wir hochkriegen. Weit geht denn dieses scheiß Drecks-Flammenwerfer-Ding? Läuft der dir oder mir nach? Das kann ich nicht sagen. Das mag sein, ja. Ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit auf den Tank geschossen. Aufpassen will ich da nicht. Ja, der hatte erstmal Spaß mit seinem Schild. Thank you.
Warnung. Detonationssequenz eingeleitet. Achtung, es rennt immer noch welche. Ja, ich weiß. Oh, toll, ich renne. Ja, Mann. Gut, ich sehe nichts mehr. Hier ist die Treppe nach unten. Ja, er dreht sich, mein Char dreht sich immer nach rechts. Jetzt werde ich sterben. Nicht nur du. No. Hat er wenigstens gesaved vor dem Ding? Also nachdem wir den gekillt haben, oder? Keine Ahnung, aber ich glaube nicht. Doch. Warnung! Detonationssequenz eingeleitet. Hier ist der sichere Aufzug, weil wir einen Kopf bei explodierten Aufzug. Ja, wenn Haus explodiert, mit Bomben präpariert, würde ich auch immer den Aufzug nehmen. Völlig normal. So, haben wir die Cleaners jetzt. Jemand hätte Joe Farrow sagen sollen, dass Verbrennen gesundheitsschädlich ist. Jetzt, wo er nicht mehr da und die Hauptquelle für Napalm außer Betrieb ist, werden die Cleaners viel leichter im Zaum zu halten sein. Ein Haufen Leute auf der Straße werden ihretwegen länger leben, auch wenn sie es nicht wissen. Gute Arbeit. Gern geschehen. So, haben wir die Cleaners gecleant. Obwohl die uns fast gecleant hätten. Machen wir doch mal hier die Außen unten zuerst. Und dann arbeiten wir uns zurück zum Safe House. Ich denke, das ist das Sinnigste. Agent, zum Glück haben Sie diesen Farrow erwischt. Wir werden Ihnen ein Video hochladen, das wir gefunden haben und das Sie alle schwer belastet. Mir wird schlecht, wenn ich das nur ansehe. Wie kann ich mir das angucken mit Tab, okay? Oh, da ist er. Was ein nettes Video. Das war nicht nett. Wie ist diese beschissene Welt so zu Ihnen? Haben die einfach verbrannt, die gute Dame? Das muss ja Gründe haben, warum wir die umbringen. Das stimmt. Hier war schon wer. Oh. Ich bin immer noch am Schlafen hier. Du willst mit diesem Gelben, ne? Ja. Ich mach noch. Und wir laufen. Sie sind ein Vorbild. Sie sollten helfen. Nicht alles schlimmer machen.
dem Dach ist wieder eine abgestürzte Drohne. Oh. Doch, dafür müssen wir erstmal auf das Dach. Nö. Kannst du sie hier unten einsammeln? Nö. Konntest du, aber nicht einsammeln. Ach, die muss man auch noch sammeln. Tada!